futuristisches Fahrzeug, das aussieht, als wäre es für einen Science-Fiction-Action-Film entworfen worden. 850 PS, V8-Motor, Allradantrieb und 6 Meter lang. Name: Supertruck. Ist das noch ein Auto? Vergessen Sie unterirdische Bunker. Ein neuer Supertruck sollte in Ihrer Apokalypse-Überlebensausrüstung enthalten sein. Das barbarische Design des Supertrucks macht ihn angeblich undurchdringlich für äußere Kräfte, dank eines vorderen Grumper aus Stahl, einer Kühlergrill-Stoßfänger-Kombination und einer robusten hinteren Stahlstoßstange. Sitze, Türen, Armaturenbrett und Armlehnen sind aus Leder gefertigt. Den Passagieren stehen elektrische Sitze und Spiegel, ein Surround-Sound-Lautsprechersystem, beheizte und gekühlte Sitze sowie ein Panorama-Schiebedach zur Verfügung. Dank der offenen Radkästen kann der Supertruck über 3 Meter hohe Hindernisse fahren, perfekt für riskantes Fahren am Ende der Welt. Bewaffnet ist das martialische Auto nicht, sicher im Inneren sollen sie laut Hersteller aber sein, wie nirgendwo. Der Supertruck hat in den sozialen Medien bereits großes Interesse geweckt und viele Nutzer sind anscheinend heiß darauf, das futuristische Fahrzeug in die Hände zu bekommen. Selbst bei einem Preis von knapp 150.000 Euro.